Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe so gut geschlafen wie noch lange nicht. Jetzt ist meine Prüfung endlich vorbei. Und ich werde die nächsten 12 Tage einen Cut durchziehen. Das heißt, ich faste. Und heute ist mein erster Tag, wo es absolut gar nichts zum Essen gibt. Ich werde euch natürlich mitnehmen und euch beschreiben, wie es mir geht. Es ist jetzt Tag nach 12 Uhr und ich verspüre das erste Mal einen leichten Hunger. Also das ist jetzt ja die Zeit, in der ich normal zu essen beginnen würde. Also meine normalen Fastenperioden sind immer so zwischen, ich sag mal, 14 und 16 Stunden ungefähr im Durchschnitt. Und mit dem Prinzip fahre ich ja eigentlich ganz gut und mein Ziel ist es jetzt eben, die nächsten 2 Wochen des Fastenfensters so weit auszuweiten, dass ich eben einen Tag nichts esse und dann wieder normal esse. Und ich trinke jetzt genau viel Tee und hoffe, ich überstehe den Tag. Eventuell werde ich so eine klare Rindsuppe oder so irgendwas essen, aber ansonsten wird es nichts geben und ich werde heute noch Oberkörper trainieren. So, es ist jetzt mittlerweile 2:45 und ich bin gerade der glücklichste Mensch ever. Ich habe mein Biochemieergebnis bekommen und habe eine 3er. Ich kann gerade selber nicht glauben und bin einfach mega, mega, mega erleichtert. Und das ist so wirklich die blödeste Prüfung im ganzen Studium und sie ist jetzt geschafft. Ja, auf jeden Fall waren gerade Freundinnen bei mir und wir haben ein Referat vorbereitet für nächste Woche. Und ja, mein Hunger ist jetzt wieder runter, weil ich einfach so aufgeregt bin. Und einfach, ihr kennt mich jetzt gerade, keine Ahnung, die ganze Welt umarmen, so ungefähr. Ja, das wollte ich jetzt loswerden und ich werde dann auch bald ins Training gehen. So, es ist jetzt schon 18 Uhr und ich war noch immer nicht trainieren, weil ich was gearbeitet habe und ein bisschen rumgetrödelt und ich bin ehrlich gesagt froh, weil so habe ich in der Zeit nicht an Essen gedacht. Ich glaube, ihr kennt das eh, wenn man einfach beschäftigt ist, dann denkt man nicht so ans Essen. Also ich esse eher immer, ja, wenn mir langweilig ist, sage ich einmal. Wie gesagt, Hunger hält sich derzeit echt noch in Grenzen. Ich trinke viel Tee und Wasser. Kaugummi habe ich erst 2 gegessen heute. Das ist ja immer so meine Sucht, wenn ich Hunger habe, also in der Wettkampfvorbereitung. Auf jeden Fall, ich werde mir jetzt vor dem Training trotzdem noch einen Booster bzw. ein bisschen Koffein geben, damit die Power trotzdem da ist. Und ja, ich schätze mal, nach dem Training wird der Hunger dann auf jeden Fall kommen, weil ich kenne mich, nach dem Training kann ich immer, keine Ahnung, ein ganzes Schweinl essen. So, also wie gesagt, es gibt ein Pre-Workout und zwar nehme ich ab und zu das Pre-Workout for her. Das ist von Biotech und ja, also ich bin, was Booster angeht, vertrage ich nicht so leicht Booster, aber den mag ich echt gern und der Geschmack ist auch geil. Cosmopolitan. Also der ist was für Mädels. Da werde ich mir auf jeden Fall einen Löffel nehmen und dann noch eine Koffeinkapsel. Und dann wird das Training hoffentlich gut. Jetzt nach 21 Uhr und ich komme gerade vom Training heim. Mein Training war eigentlich relativ gut, aber ich habe mich schwächer gefühlt als sonst. Aber das heißt nichts, weil manchmal ist es bei mir tageweise abhängig und kann jetzt gar nicht so sagen. Auf jeden Fall, jetzt habe ich langsam Hunger. Also es ist, glaube ich, nicht direkt Hunger, es ist halt so die Gewohnheit, nach dem Training jetzt was zu essen. Und ja. Also ich schätze, ich werde jetzt gleich duschen gehen, Zähne putzen, weil dann denke ich nicht mehr an Essen oder vielleicht nur an Tee trinken. Jo, ansonsten faste ich jetzt seit 24 Stunden. Ja, seit fast 24 Stunden. Und ich muss echt sagen, ich bin fit. Also mir geht's gut, mein Bauch knurrt nicht, ich habe nicht Kopfweh oder sonst was, weil viele haben gemeint, ja, wenn du das machst, dann kriegst du Kopfweh, dann wird das schlecht und keine Ahnung. Also für das fühle ich mich relativ fit, aber es war vielleicht auch, weil ich gestern relativ viel gegessen habe. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall gehe ich jetzt duschen und berichte euch nochmal später, wie es mir geht. Hunger ist auszuhalten, aber mir ist arschkalt. Also ich bin jetzt da gerade mit 2 Decken zudeckt und friere. Schau mir gerade die letzte Folge von Pretty Little Liars an und
werde dann schlafen gehen mit ganz vielen Decken, weil mir ist einfach wirklich extrem kalt. Ich bin jetzt im Bettchen mit meinem Ersatz Felix. Der heißt nämlich Skifahren. Und ja, mir geht's echt erstaunlich gut, muss ich wirklich sagen. Außer, dass mir kalt ist eben. Ich habe die dicke Daunendecke und werde jetzt schlafen. Bei mir steht morgen ein Videoshooting an und ich hoffe, ich habe Kraft für das morgen. Ja, ansonsten wünsche ich jetzt eine gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe verdammt gut geschlafen, aber nicht sofort einschlafen können, aber das habe ich öfter. Also von dem her heißt es noch nichts und man entschuldige mir meine hübschen Haare. Ich schlafe eigentlich immer mit Zopf. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt auf die Waage gehen, weil ich einfach gespannt bin, was jetzt an Gewicht runtergegangen ist, auch wenn das natürlich nicht fett ist, sondern im Endeffekt sind jetzt meine Glykogenspeicher geleert und ja, generell einfach kein Essen im Magen und so weiter. Also, aber es interessiert mich trotzdem. Und ja, deswegen geht es jetzt auch auf die Waage. Ich muss sagen, mir geht es noch immer blendend. Also ich habe generell, wenn ich aufstehe, noch früh nie Hunger. Also von dem her denke ich, werde ich das jetzt noch länger durchziehen. Ich habe ja um 11 einen Termin für einen Videodreh und ja, ich glaube davor werde ich nichts mehr essen, weil ich mir jetzt einfach denke, ich habe eigentlich keinen Hunger und irgendwie merke ich jetzt so, wie oft man eigentlich isst, obwohl man keinen Hunger hat. Also ich bin auf jeden Fall so jemand, weil irgendwie bin ich es gewohnt, um 12 isse ich und da gibt es jetzt mal Eierspeis, weil das ist so mein tägliches Ding, dass ich mal Eierspeis habe. Aber ja, eigentlich denke ich immer wirklich Hunger nicht. Es ist irgendwie so Lust, aber jetzt nicht einmal Lust. Also gestern am Abend habe ich dann schon richtig Lust gehabt auf was zu essen nach dem Training, weil ich eben, wie gesagt, gewohnt bin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Hunger habe. Ich habe nicht Magenweh, ich habe nicht Kopfweh oder sonst irgendwas. Und von dem her, solange es mir jetzt gut geht, also ich werde das jetzt seit 3 Tagen machen, aber ich sag mal, solange es mir wirklich gut geht, möchte ich es ein bisschen austesten. Also schauen wir, wie lange ich durchhalte. So, wir haben mittlerweile 14 Uhr. Ich habe auch schon meinen Videodreh bzw. Training hinter mir. Mir geht es noch immer super gut. Jo, also ich habe weder Kopfweh noch Bauchweh noch sonst was. Langsam ein bisschen Lust einfach was zu essen, aber Hunger auch noch nicht wirklich. Ja, also ich habe auf jeden Fall vor, glaube ich, heute am Abend wieder was zu essen und werde jetzt auf jeden Fall mal einkaufen gehen und ein bisschen was weiterarbeiten. Ich faste jetzt seit 41 Stunden und langsam gluckst mein Bauch ein bisschen, also so nicht knurren, es ist irgendwie glucksen. Komisches Geräusch. Ja, ich werde jetzt glaube ich bald mal was essen. Ich war noch immer nicht einkaufen, sondern liege voll am Sofa. Und kalt ist mir übrigens auch noch. Jo. Ich habe jetzt noch immer nichts gegessen. Bin jetzt mittlerweile in der Stadt, weil ich mit einer Freundin ein bisschen shoppen gehe. Aber ich glaube, spätestens in der Stadt dann werde ich mir auf jeden Fall irgendwas zu essen holen. Mal schauen, aber wie gesagt, Hunger hält sich echt in Grenzen, also es wundert mich einfach total und ich bin voll froh, dass ich das jetzt mal ausprobiert habe und echt stolz auf mich, weil es einfach sagt, dass wir das einfach nur gewohnt sind, die ganze Zeit zu essen und ja, Gewöhnungssache. Erstes Essen nach 44,5 Stunden Fasten. Ich habe da jetzt ein Coco Almond Curry bei Dean und David in Graz. Ist so gut. Meine Fastenperiode ist jetzt nach fast 45 Stunden beendet und ich habe mir gedacht, ich ziehe jetzt ein kleines Fazit und berichte euch noch mal ganz kurz darüber und verrate euch eben auch, warum ich das eigentlich mache. Also, es ist leichter gewesen, als ich es mir gedacht habe. Also ich habe wirklich Angst gehabt, dass mir vor allem schlecht gehen wird und jeden, der mir das erzählt hat, sagt, ja, da kriegt man Kopfweh, der Kreislauf klappt zusammen und so Blödsinn. Mir geht es bestens, wie man sieht.
Ja, also es war wirklich nicht schwer. Also man hat manchmal so Momente gehabt, wo man dachte, boah, jetzt hätte ich schon Bock, irgendwas zu essen. Aber man muss dann halt nachgeben, was trinken und einfach durchbeißen. Aber es war jetzt wirklich nicht schlimm. Also ich hätte es mir viel, viel, viel härter vorgestellt. Deswegen habe ich es eben auch ausgeweitet, weil Ziel war ja eigentlich so 30 bis 36 Stunden und jetzt waren es eben 45. Ja, es ist einfach gut gelaufen und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ich werde es jetzt auf jeden Fall die nächsten 2 Wochen weiterhin machen. Also natürlich nicht jeden Tag, sondern einen Tag essen, einen Tag fasten. Aus dem Grund, natürlich möchte ich ein bisschen abnehmen vom Urlaub. Und generell arbeite ich ja schon ein bisschen auf die FIBO hin und möchte das Prinzip jetzt mal ein bisschen austesten. Und die zweite Sache ist natürlich auch die gesundheitliche Sache. Also ich muss echt sagen, ich bin halt aufgewacht und habe mich so gut gefühlt wie noch nie. Also man hat einfach gemerkt, man hat richtig ruhig geschlafen, weil der Körper halt mit Verdauen und so beschäftigt war. Also ich habe mich halt in der Früh einfach wie frisch geboren gefühlt. Und ich finde es einfach gut, der Verdauung auch mal ein bisschen Pause zu gönnen. Und ich bin ein Mensch, der hat eine relativ schlechte Insulinsensitivität. Das heißt, wenn ich jetzt viel Kohlenhydrate esse, habe ich dann auch gleich wieder Bock und Hunger. Und deswegen tut mir das auch sehr gut. Und ich habe mir jetzt auch gedacht, okay, jetzt nach dem langen Fasten, wenn ich jetzt wieder esse, dann werde ich voll einfressen. Aber es ist überhaupt nicht der Fall. Also ich habe jetzt wirklich meine Curryschüssel gegessen, die genossen und langsam gegessen und bin jetzt auch wirklich satt. Also ich werde sicher später am Abend jetzt nur eine Kleinigkeit essen, aber ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, mich irgendwie voll zu stopfen. Also falls euch das wissenschaftlich alles interessiert, dann könnt ihr beim Coach Burak vorbeischauen. Der hat da genau ein Video dazu gemacht, wie das alles im Körper dann funktioniert und was da los ist. Ja, weil wie gesagt, wenn ich das euch jetzt alles erklären würde, dann wird das ein bisschen den Rahmen von dem Video sprengen. Ja, also wie gesagt, ich werde euch wissen lassen, was sie die nächsten 2 Wochen bei mir tut, formtechnisch und gewichtstechnisch und auch krafttechnisch durch das Fasten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann freue ich mich über einen Daumen. Und ansonsten, tschüssi und bis bald.